brauchen wir vielleicht, vielleicht müsste ich mir so eine Glocke besorgen. Wir kommen zurück zu Elden Ring. Koop. Hier diese, diese Beschwörungsglocke, die ding ding. Vielleicht wäre das ein idealer Anfang jetzt für Episode 48 übrigens. So ein Wasser holen, dass du so buzzen kannst, wenn es losgeht und endet. Hundi. Ich fürchte, ich habe Wölfe angelockt. Noch ein Blitz, Donner, Wind, Ding, Zeug. Hallo, Bonk. Hey! Blitz! Das sind zum Glück nur normale Wölfe, also alles ist gut. Au. Normale Wölfe, die erstaunlich viel Damage machen. Weil wie hätte sich so ein normaler Standardritter geschlagen, wenn du so jetzt so denkst, dann so ein nicht so auf dem Pferd, sondern so ein. Du meinst so eine Schlacht reitet, der dann einfach mit schwerer Ritterrüstung, einem Schild und einem Schwert auf so einen Wolf zurennt, der in der Wildnis rumläuft. Wie hätte der sich gegen den geschlagen? Der Wolf kann ja an sich nichts machen, außer den Ritter umwerfen, weil der müsste ja eigentlich keine weiche Stelle haben, die er beißen kann. Sobald er ihn einmal auf dem Boden hat, ist der Ritter wahrscheinlich mehr oder weniger hinüber, weil wie soll er wieder aufstehen? Ist zum Beispiel echt ein Punkt, die konnten glaube ich gar nicht aufstehen wieder. Ich glaube, also, glaub ich, richtig schwere Platten war auch nur was fürs Pferd. Ich habe immer noch so ein. Irgendeinen Tab habe ich noch offen mit irgendwie eine historische Betrachtung oder Herr der Ringe in historischen Kontext gesetzt, wie das funktioniert hätte und was nicht. Und ich wollte das immer mal lesen, aber es ist voll viel Text. Und naja. Selbst von Orks hätte wahrscheinlich nicht so ganz funktioniert. Nee, es ging, glaube ich, eher um die Rondo, wollte ich gerade sagen. Die Gondor heißen die Typen Taktik und Zeug und ihr berittenes irgendwas. Lederbesetzter Tabar und ein Sakramentknospe. Ja, aber ich glaube, so ein Wolf würde aber glaube ich nicht mal versuchen, einen Ritter anzugreifen. Aber wie hungrig er ist. Ja, stimmt, ja, das ist halt. Meine Wölfe sind ja sowieso Rudeltiere. Ah. Gibt auch noch den einsamen Wolf. Ja, aber die sind besonders verzweifelt. Bestienblut, endlich. Eddie. Durchsuchen dir die Toten nach. Sachen, die man benutzen kann, oder? Ich nehme mal an, die Kampagne geht schon ein bisschen länger. Die sind nicht mehr ganz so frisch, was Ausrüstung angeht. Ja, vielleicht, ja. Aber was machen sie überhaupt hier? Gegen wen kämpfen sie denn? Ja, wahrscheinlich gegen Haus Vulkan. Aber das sind doch Ass and Leyendale-Soldaten. Nehmen wir an, ja. Obwohl, stimmt, es gibt ja auch Gelmir-Dings. Es gibt auch Gelmir-Ritterrüstung, die suggeriert mir, dass. Aber die haben das Leyendale-Wappen auf der Brust, also diesen Baum. Ja, wir wissen noch, wie die Gamer-Rüstung aussieht, weil ich hab sie an. Ich glaube, du auch gerade. Was haben die denn für Insignien, die haben? Ich kann nicht erkennen, was das heißt. Also. Also dafür, dass dieses Schwert nicht blockbar ist, hat das Vieh gerade ganz schön wenig Schaden durch meinen Webmart genommen. Wer wirft denn hier immer noch Blitze? Achso, von da oben. Du musst den Armbrustschütze. Nein, das ist hier so ein Wurf-Dude. Kopfwerfer. Ja, Bombenangriff. Bombenangriff. Schmerz und so. Schwerter getreuen endlich mal wieder eins. Yay. Yeah. Die guten alten Schwerter der Getreuen. Was würden wir bloß ohne sie tun? Oh, ich denke, es ist ziemlich genau das gleiche, was wir jetzt gerade auch tun. Ehrlich gesagt, würden die nicht viel ändern. Echt nicht? Oh, nee, das ist ja nee, jetzt nee. Überraschend. Ja, mach nicht, ja. Hier oben ist auf jeden Fall jemand mit einer Fackel. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen schon Hyper Armor. Aber hey, jetzt hier im Wandpfeiler. Ah, amazing. Mit denen können wir auf jeden Fall gut weiterleben. Und hier oben liegt dann wahrscheinlich das Rezept für die dummen Feuertöpfe. Irgendwer wirft hier noch Sachen. Nee, ein Flaschenzugbogen? Okay, den. Ich war doch hier oben. Ich kann mich genau erinnern, wie ich das hier gespielt habe, weil. Flaschenzug Armbrust haben wir schon. Ja, jetzt haben wir auch einen Flaschenzugbogen. Ich kann ihn sogar tragen, weil der braucht nur 11. Ein Langbogen Flaschenzug, sehr komplex, nämlich so wurde eigentlich für ein Genie der Mathematik und Mechanik geworfen, dass sich ein fundamentalistischen Prinzip in der goldenen Ordnung verschrieben hat. Erhöht die Präzision beim Schießen, lässt Pfeile deutlich weiter fliegen. Talentmächtiger Schuss. Ja, nice. Cool. Gut, durch die ganzen Dex-Waffen nach dem Dex ranfinde. Super. Ja, das inspired confidence. Wee! Ja, du rutschst über die. Oh, hier sind noch weitere wertvolle Vulkangesteine. Langsam echt. Oder hat der Händler, der hier irgendwo. Irgendwo ist hier so eine große Leiter und da ist noch ein Händler so halb versteckt.
So, hier geht's wohin? Da geht's ins Irrsinnsgebiet. Ins Irrsinnsgebiet? Ach, runter, den Berg. Ja, wo ist denn? Da ist die Ende von dieser Slope und da ist der Erdenbaum, der kaputte. Hier kommt man, glaube ich, nicht runter. Nee, von hier aus geht das nicht runter. Das ist nämlich die Rückseite. Also das ist die andere Seite von der Brücke, die, wenn wir jetzt hier runterreiten, sehen wir die. Die andere Seite von der Brücke. Wo dann so, glaube ich, so ein paar Dinge zu dir, genau, da vorne sehe ich schon so eine Jungfrau rumfahren. Da oben, da sieht man auf jeden Fall Leyndell von hier aus. Und da sieht man auch die Eisberge. Ja, dann lass uns zuerst mal Richtung Game. Ja, klar. Weil da oben ist noch so. Das wäre hier rüber? Ja, ne? Ja, das ist das 9. Game-Lager, glaube ich, oder das 8. oder keine Ahnung, irgendeine Zahl war es. Ach genau, und hier ist die lange, lange Leiter, wo irgendwo man runterdroppt, der Händler ist. Der ist nämlich irgendwo hier, genau im West. Was war das jetzt? Ah ja, cool. Verpflanzte. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, die Viecher. Pflanzbär, der Verpflanzte. Au! Das könnte mein Ende sein. Hab ihn gepult. Das ist ja gut von dir. Gut, dann werde ich ihn jetzt... Was ist mein Mana gewonnen? Dann werde ich ihm zeigen, was der Wahnsinn kann. Der Wahnsinn war gar nicht mal so gut. Dieser Spell ist irgendwie kacke. Der Feuer macht. Das hat gerade gar kein Damage. Das können die? Diesen Wirbel? Das war besser. Ja, aber wie viel Aufwand ist es, den zu zaubern? Also. Kein toller Spell. Die Cast-Time ist ewig. Ich könnte doch einfach so eine Feuerkugel werfen, die macht das gleich an Schaden. Hinterlässt nicht diesen Grützen dort, aber so wichtig ist mir der jetzt auch nicht. Da gibt es ein Plünderer-Krummschwert, was kann das denn? Löst Blutverlust aus. Scaling mit stärken Dings. Einziges Krummschwert gezackt wie Heizin. Bevorzugte Waffe der Leichenflatterer, die sie veralten Schlachtfällen herumtreiben. Die Klinge ist blutverkrustet und schartig. Willkommen auf der Schattenseite des Lebens. Talent wohl. Ja. Yes. Das hier könnte auch Kälitz sein, wobei das nicht so Scharlachfarben, das ist mehr so Schwefelfarben. Haben wir auch mit Kaled, ich weiß noch nicht, warum du dich so sehr in dieses Gebiet verliebt hast. Das passt einfach perfekt zu diesen Souls-like-Spielen. Das ist richtig abgefuckter Shit. Ich mag Limgreif einfach mehr. Das Limgreif, so schöne Landschaft, die komischen Känguru, Eichhörnchen, Hasenviecher springen da rum und. Das ist einfach schön. Genetische Sonne Hybriden. Scheint. Ja. Die Sonne scheint, alles ist toll. Vögel zwitschern. Fledermäuse, Flappen. Lustige Karawanen fahren rum. Ja, ja. Obwohl die Karawanen gibt, gibt es auch nochmal einen Berg der Riesen. Wo die sich richtig lohnen zu fahren. Hier war der Händler. Bis wann machen wir? Wir machen noch 52 Minuten. Okay. Planst du schon in der Folge fahren, Scheiße. Oh Gott! Ich überlege gerade, ob ich dann danach kochen gehe, was wahrscheinlich die Antwort ja ist, weil ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Ich habe gut gefrühstückt. Ah, habe ich nicht. Ich bin auch um 11 aufgestanden heute. Ja, ich auch. Ich habe mir keinen Wecker gestellt und habe gedacht, heute am Sonntag schlafe ich so lange, wie ich halt schlafe. Ja, genau. Doch, ich habe mich auch erst um 5 von der Couch zum Bett bewegt. Das ist auch eine Schlacht hier, schon wieder. Oh, brauchst du meine Hilfe oder schaffst du das? Ja, aber der Lane, der Ritter kommt ja, glaube ich, gar nicht so gut klar. Ja. Ja, dann, ich habe gerade aus den Augen gesehen, wie er erschossen wurde. Nein, er hat was gedroppt, ich muss runter. Nein. Sakramentknospen und Vulkanstein sind hier auf jeden Fall noch. Oh, das kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Hier, die Marionetten haben auch was gedroppt, nämlich einen Kurzbogen und einen Kugelschmalstein. Er stupst mich jetzt an, es ist Admiral von Schneider. Scheint sehr wichtig zu sein. Ah. Alles in Untot? Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein großer FromSoft-Stable. Alles ist Untot. Oder irgendwie. Unerklärterweise ist es immer wieder da. Wo hier in Elden Ring haben sie ja gar keine richtige Erklärung dafür gefunden, dass du immer wieder die gleichen Orte betrittst. Hätten wir einfach die zwei Unterleitern hochklettern können? Hier liegt noch ein Item und endlich kommen wir hier auch diese Zwischenetage wieder mal hin. Ein Wanderemporium. So, er hat erstmal einen Steinschiffschlüssel. Du kannst bei ihm die Bekennerkapuze kaufen. Vulkantopf kaufen.
Vulkantopf. Aber nicht das Riss. Achso, lol, ja, klar. Normalisch Krieger. Dings. Ja. Und die Klamotten des Bekenners. Haben die irgendwas Tolles? Die Kapuze der Schuldigen. Hey, das ist die, die Dings da anhaben, die Windmühlenfrauen. Ah. Die große Kragen unserer geschützten Eisen weisen das kleine China aus, die geringe Verbrechen beschuldigt werden. Oh ne, dann ist ja okay, wenn es nur geringe Verbrechen sind. Dann geht das noch. So, geht's erstmal hier runter. Ach, hier mit den Sprengbolzen habe ich versucht, was zu reißen, weil die halt irgendwie. Die staggern halt leicht. Aber es war halt irgendwie so mittel. Marionetten. Achso, die hängen da oben dran. Sind kaputt. Großfeiner. Sonst gibt's hier gar nichts. Können die nicht irgendwo runterspringen? Ja, aber da waren wir schon. Nee, da unten springen Marionetten rum. Ich glaube nicht, dass wir da schon waren. Okay, dann gehen wir da hin. Blub. Blub. Wer bist du denn? Warum hast du Lava bei? Lava-Marionette. Ja, wirklich. Ich finde das nicht gut von denen. Wirklich nicht. Noch mehr Marionetten. Jetzt lehnt der hier den großen. Den, oh, Vulkanstein ist ja, aber kommt ihr nochmal gut welche warum? Ja. Apropos Vulkanstein, wir haben doch jetzt hier eigentlich das. Dingen. Achso, du hast noch die. Ja, wir können doch jetzt herstellen, dachte ich. Da war noch ein einzelner Monkey hier. Ah ja, das sind sehr. 17 Stück kann ich herstellen. Ich habe 270 hatte ich gehabt von dem Zeug. Oh, Junge. 336, so. Dann können wir jetzt hier endlich Vulkantöpfe werfen. Endlich Bombenangriff. Ja, der richtig gute. Jetzt wird alles noch besser. Bestimmt. Jagst aber schon wieder den armen Reden daher. Nö. Wollte ja nicht leben lassen, aber so anscheinend nicht. Ich krieg halt immer irgendwie Mana dazu, wenn ich was erschlage. Das ist halt irgendwie. Aber noch nicht die Hürde. Süchtig machen. Was haben sie denn getan? Sind sie dieses Mana wirklich wert? Ja. Okay. Dann ist das so. Well then. Ja, das können wir hier nichts am Leben lassen. Das wäre richtig Quatsch. So, ich kletter gerade die Leitern hoch. Oh ja, doch. Okay. Flup, flup, flup. Und wie ist dieser Mantel länger als mein Char? Das heißt, ich müsste eigentlich die ganze Zeit über das Ding rüberfallen, oder? Wenn ich rückwärts gehe, ist das doch bestimmt ein Problem. Guck mal hier, schon, da hinten ist noch so ein Feuermarionettenflugbombenangriff-Ding. Also zwei. Feuerflugbombenangriff-Ding. Das sind zwei Bombenangriff-Dinger. Au. Achso, du lebst noch. Ich glaube, der ist hohlgedreht hier gerade. Ja. Ausgedreht. Ja. Erinnert mich an die Windmühlentheorie. Ey, Leute, sieh doch mal in Detail. Bastian sagte, dass diese Windmühlen immer in eine bestimmte Richtung drehen und dann kamen wir irgendwie darauf, dass man Rechtsradikale auch einfach nach links drehen könnte, dann bis sie wieder auf normalen Niveau zurück sind. Und ich fand das alles. Das sollten wir vielleicht mal vorschlagen. Das ist eine sehr lustige Theorie. Die Windmühlentheorie. Ja. Das ist doch ein guter Name, deshalb ist sofort allen klar, was man. Oh, ja, drehen die einfach nach links. Ja. Da haben sie einfach im Leben zu oft nach rechts gedreht, ne? Früher als Kind im Rumkreisel, einmal zu oft. Beim Töpfer hier, beim Topf schlagen. Mhm. Einfach in die andere Richtung läuft das wieder. So, wo sind wir jetzt hier? Hallo? Ja, die sehen alle so tot aus, ja. Hey, sind Wahnsinnsdinger. Das heißt, was erwartet uns? Stimmt. Vernünftige Leute, wie zum Beispiel dieser. Das wird der Wahnsinn. Was macht der da? Weiß nicht. Kann ich das auch? Er hat gelbe Augen auf jeden Fall und die anderen haben auch gelbe Augen. Und er kann auf jeden Fall auch den Wahnsinnskavallerie-Move, denn er hat leider kein Pferd. Waschen wir doch mal die Seele rein. Ja, ich habe gehört, das Feuer ist da sehr nützlich für. Das Konzept, was da lang nachhaltig überzeugt, ja. Boah, hat funktioniert. Siehst du? 10 von 10. Augen von Yellow 5 Stück. Hast du schon gesagt? Widerstand 3 gibt's auch noch. Oh, naja, das kann ich mich jetzt nicht so ganz so drüber freuen. Da ist diese Hängebrücke. Da geht's hoch zu diesen Schwertern.
Den müssen wir, glaube ich, noch, oder? Schwert. Da hinten ist auf jeden Fall erstmal ein Wegpunkt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, hol den mal eben. Ach ja, genau. Und hier ist auf jeden Fall auch das Jäch. Wir könnten eigentlich mal ein Bildchen machen mit dieser dicken Burg da. Und ich finde die sehr schön. Ja. Das Haus Vulkan. Dann lass uns doch mal ein Bildchen machen. Kommen sie eben zurück. Ich muss nur diese Gnade berühren. Ja, wir können uns, wir können auch noch nach Haus Vulkan reisen, weil wir müssen den Quest, also was heißt, wir müssen, wir können den Quest von der Frau da noch machen, die nachher zur Schlange Tarnet wird. Ja, genau. Ne, nicht Tarnet, die Tochter von Tarnet, diese, die immer so gebückt dasteht, die eigentlich eine Schlange ist. Achso, die. Ja. Was wusste ich das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ja, ganz schlechte Lichtverhältnisse hier. Vielleicht kann ich da ein bisschen was verbessern. Ja, besser. Moment. Und ich muss. Noch eine Idee, damit das Bild noch ein bisschen bescheuerter aussieht. Ach nein, der scheiß Finger, Alter. Ich muss mich voll heilen, damit das Menü unten weggeht. Er hat sogar so einen großen Fingernagel oben dran. Ja, das ist ja total toll. Und drei Ringe aus Gold. Ne, fünf sogar. Ja, die machen ja das Ding zur Waffe. Du kannst das Ding ja mal das Weapon-Art nehmen, wenn du genug Dings dafür hast. Ich kann die Kamera leider nicht weiter wegzoomen. Egal. Kann ich das, wenn ich mich ein bisschen versetzt stehe? Machen wir nochmal das Webmart. Ey. Ja, es ist schon herrlich bescheuert. Ist schon herrlicher Quatsch, ja. Oh, wo ist denn mein Schwertchen da? Okay, let's go. Jetzt kann man hier noch irgendwie hoch, oder? Zu diesen Schwertern muss man da noch hinkommen. Aber wo ist die Frage? Vielleicht einfach hier dieses Ding. Ja, das war's. Das ist doch so einfach. Das wissen wir natürlich gerne, warum diese Leute jetzt den Wahnsinn verfallen. Wir können jetzt auch noch da rechts hoch, oder? Wir sind ja hier die Leiter hochgekommen, haben hier das Lager geklärt. Du bist die Richtung. Das ist auf jeden Fall die Sackgasse, nehme ich an. Weil das andere Ding, wo das Leuchtfeuer ist, da geht's hoch zur Sternenfall-Bestie. Auch noch eine Leiter. Ja, die führt runter zum Händler. Okay, okay, das ist diese redundante Leiter, alles klar. Ich dachte, vielleicht macht ihr noch was anderes. Eine Redundanz ist wichtig, für den Fall, dass was schief geht. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht so richtig, ich bin hier genau einmal durchgeritten und war halt diese Sternenfallbestie da, wollte ich dann nicht weitermachen in der Richtung, weil Sternenfallbestie voll nervig. Voll nervig, yo. Bisschen noch Augen von Geluk. Oh, noch mehr. Ich hab dabei Tiermenschen gefunden. Ein Auge von Geluk konnte ich noch ergattern. Bist du denn da? Ah ja. Stand ein Schwert eigentlich was dran, ich habe natürlich die Dinger wieder nicht angeklickt. Nee, das ist ein Monument für den Kampf um Gelmir. Die Kranken, die Schwachen, die Ketzerischen. Stand da. Sinngemäß. Was ich jetzt genau sagen möchte, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Hier sind nur Trinasilie am Rand. Dann jetzt auch. Die viel wichtigeren. Bin egal mittlerweile. Ich dachte, du wolltest mit den Trinas Schlafschwert groß rauskommen. Ja, ich muss das noch plussen, aber das ist halt nicht ansatzweise so hoch wie mein anderer. Aufs Schwert da, dann macht es ja keinen Sinn. Nee, wir müssten ja bald an den Punkt kommen, wo wir, glaube ich, beliebig Sachen flossen können. Ist ja, das ist halt Dunkelschmiede gerade. Ja, aber das ist ja eigentlich gar kein Problem, oder? Da fehlt uns ja nur der Sima oder so, dann haben wir doch einfach tonnenweise. Ja. Man hätte ich schon machen. So, ich kann mich nicht so richtig an diese Höhle erinnern. Vulkanhöhle klingt auf jeden Fall lustig. Ich nehme mal so eine goldene Rune hier. Ich habe so wenig Mana die ganze Zeit, das nervt mich irgendwie. Du musst halt leveln. So, die Fackel habe ich ja noch ausgerüstet. Ist das hier so ein Fallspot? Ne. Ja, stimmt, da wäre ich immer wieder maximal blind reingelaufen. Das ist ein Fallspot, glaube ich. Gut. Habe ich geschafft, Chef. Also ich habe einen Vulkantopf geworfen. Das ist kein Fall, Dings. Oder hinten. Oh, hier kann man runterspringen. Nee, kann man nicht. Licht ausrüsten, das ist ja so schrecklich. Hm. Wo ist denn Licht? Das habe ich das. Ich hoffe, du hast die mal gekauft, die Laterne. Nee, aber ich. Du hattest viele Chancen. Ich habe diese Geisterflammenfackel. Das ist runterspringen. Nee, würde ich nicht machen. Das ist. Also, man kommt da einfach. Hier ist runterlaufen. Ja. Ich bringe auch gerade die Meute gegen mich auf, indem ich einfach nur da bin.
Bernhard hat die Meute aufgewiekelt. Und wo geht's hier lang? Ja. Oh. Ich glaube, die kriegen richtig schlechte Laune gerade, weil ich den Feuerwehr an Kopf, Blitz an den Kopf geworfen habe. Ja, der hat rote Augen. Haben die. Die haben alle rote Augen. Der Haupttyp doch nicht, oder? Normal. Das weiß ich nicht, aber hier ist auf jeden Fall die Bosswand schon. Das ging ja schon. Oder eine Bosswand. Naja, stimmt, das kann natürlich. Ja, und da oben kommt man ja irgendwie runterspringen. Das war natürlich verdächtig. Weil da, wo die Viecher herkamen, da sind wir jetzt auch gar nicht hingekommen. Machen wir den Moment mal. Ganz kurz was schreiben. Ja, ich guck mir dabei diese Wand an. Ich gibt's hier noch unentdeckte Geheimnisse. Wie ist diese Hülle so bedeutungslos, dass ich mich an sie nicht mehr erinnern kann? Und. Oder es gibt hier einfach nichts. Ich kenne das nur so gut, wenn man auf einmal abgelegt wird und Sachen beantworten muss. So. Habe ich nicht mal genug Weisheit, um meine Zauberschule zu zaubern. Okay, ich habe jetzt 12 Weisheit, aber warum hatte ich denn vorhin so viel oder bringt das noch mehr, der Runenbogen? Also das Siegelding. Ankerin kann ich nehmen, das Eldendring ist. Achso. Das ist die Mitte. Aha. So. Ja. Ready for battle. Bin ich jetzt Fatroll? Nee. Dann kann ich die eigentlich auch einfach ausgerüstet lassen, diese Fackel, die ist ja immer mal wieder praktisch. Ich hab fast nichts. Ja, du bist wahrscheinlich nicht fett wohl, weil du gerade die Dinges genommen hast, oh, ne? Die Rune. Halbmenschliche Königin Margot. Sag mal, sind die nach englischen Königen benannt oder so? Und Margot. Gibt da noch, ja, eben. Gibt da noch Margot, also wird's ja ganz wild. So. Ja, ich find's so klasse. Sie hat irgendwie so lila Augen, ich weiß nicht richtig, was das zu bedeuten hat. Du hast übrigens schon wieder vergessen, dass du deine Drachendinger am Springen nutzen kannst, ja, ne? Extra Style Points! Die ist tot. Ah, hier gibt's eine Krone. Bitte was? Ja, das ist so ein lustiges PvP-Item, damit kannst du so rumballern. Da hast du so eine Kanone, die einfach über Long Range rumschießt. Übel witzig, das Teil. Ein Gefäßkanone, die mittels Sprengeln Großbolzen abfeuert, versucht großen Schaden an das Nachladen, ist sehr zeitaufwendig. Diese experimentelle Waffe sollte beim Angriff aus Vulkan eingesetzt werden und niemand dort konnte sie bedienen. Lol. Noch ein Ballistenbolzen musst du, glaube ich, benutzen. Ja, sie braucht auch 34 Stärke, das habe ich nicht ganz. Das ist ein richtiger Bombenangriff. Hm. Ja gut, das war jetzt, weiß nicht, wir könnten nochmal gucken, wo da irgendwie noch runterspringen kann, aber war jetzt die bis jetzt, glaube ich, kürzeste Höhle von allen. Irgendwie schon, ne? War ja gar nichts. Wir sind halt immer noch ein bisschen mächtig. Spätestens am Gipfel der Riesen wird sich das alles wieder geben. Oder wenn wir uns die Lane der Keller-Tournee angucken. Ich glaube auch einfach, dass. Ja. Als Hauptding wird halt sein, dass wir so wenig für den Level halt investiert haben, uns relativ wenig nutzlosen Quatsch gekauft haben und halt. Ja, da muss man auch irgendwie rüberkommen, anscheinend. Ja. Wie wär's denn mit diesem Weg hier? Ja, den sind wir noch nicht gelaufen. Können wir machen. Wie haben wir den letzten Mal übersehen? Naja, oh, da kommt man nämlich hier hin. Das ist eine goldene Runde 6. Kann man die hier besuchen? Ist aber kein besonders netter Besucher. Sie hatten keinen Tee. Fuck, okay, dann verstehe ich das. Oh, warte mal. Hm. Extra Style Points? Aerial Bombardment? Das ist mein Gegner. Aber hier war auf jeden Fall noch ein Gang, der irgendwie runterführt. Ich guck mir das mal derweil an. Das ist ja cool, da kannst du da. Das habe ich echt schon wieder vergessen, ja. Ich geb's zu. Dann kannst du ja einfach in der Luft halt stehen bleiben und die Typen voll speien, die da unten wohnen. Ja, du müsstest auf jeden Fall nochmal herkommen. Ja, oh, das ist schlecht. Man, du kommst doch wieder hoch. Weil hier ist noch so eine Höhle mit so diversen Items drin, ne? Ich bin gerade auf dem Weg. Also ich laufe hier gerade hoch. Mal gucken, wo ich da rauskomme. Ah ja, hier. Weil hier gibt es nämlich noch ein Spiralschild. Hier muss ich okay. Dann also auch runter. Ne, das war jetzt falsch. Scheiße. Eine Scheibe Fleisch und ein Adamblatt. Das ist eine unsichtbare Wand. Ne.
Weiß nicht, die Wand hier sieht so ein bisschen verdächtig aus. Eine scheinbare Wand, nicht eine unsichtbare Wand. Sie ist in jedem Fall äußerst sichtbar. Ja. Nee, es gibt ein Schild, das sich da Spiralschild nennt. Löst Vergiftungen aus. Ein Schild für Gladiatorenkämpfe hebt sich durch sein protziges Design von ähnlichen Schilden ab. Die bronzene Schlangenverziehung ist eine giftige Viper. Nach dem Fund erhöht ihre Resistenz gegen Gift. Wie habe ich keine Ahnung, wo du lang bist? Na, da, wo dieser Absatz war, wo ich ein guter Gast war. Und dann gab es da so eine Höhle hinter Dings. Ja, sie waren ein beschissener Gast. Nee, das ist es nicht. Hier bin ich gerade schon runtergefallen. Ja, du musst hier... Ja, ich komme gerade zu dir außenrum, kurz gelatscht. Hallo? So, und jetzt hier lang. Ach, da. Okay. Nee, und dann hast du hier, finden Sie Hülle. Mit vielen Dingen, wie zum Beispiel dieser Standard. Was ist diese? Spiralschild. Was ist diese? Scheibe Fleisch. Amazing. Glassplitter und Adamblatt. Ja, okay. Kann man nehmen. Und wenn ich die hochhebe, wird es ein bisschen heller. Voll cool. Yay. Das war nämlich so ein schönes weißen Licht, das ist sehr neutral. Nokron Technology. Oh ja, die gute alte Nokron Technology. Die ist allgemein nicht so bekannt, habe ich gehört. Das stimmt. Das ist quasi Secret. Secret Taktik. So. Ja. Apropos Secret Taktik, ist es Nacht. Ich erkenne den Zusammenhang zwischen diesen beiden Aussagen nicht, aber. Mit Secret, ja, in der Nacht kann man... Ja, okay. Ja. Hier gibt's noch Vulkansteine. Und die große... Stimmt. Ich hab noch keine geworfen, also das muss ich jetzt mal nachholen. Bombenangriff. Hui. Das war kein Treffer. Ja, du hast meinen letzten Versuch, die Dinger zu benutzen, ja leider vereitelt, indem du die angedracht hast. Angedracht? Ja. Kannst du so jetzt auch nicht sagen. Ja, du hast schon so einen kleinen Taschendrachen. Ja, das könnte ein hervorragender Peniswitz werden. Taschendrachen. Eher ein Feuerzeugwitz, oder? Weiß ich nicht. Das ist so jugendkleine Begriffe, die es nicht international, überregional schaffen, haben ja immer so ein. Kennt man ja meistens nicht. Also bei mir hieß es früher in der Jugend, hieß das Feuerzeug der Taschendrache. Ach so, okay. Ich weiß nicht. Ja, ist anscheinend nicht bis in den Süden vorgedrungen. Nee, soweit hat er es nicht geschafft. Na, Tribüne. State in the North. So, müssen wir mit meinem Vorrat an Vulkantöpfen wieder aufstocken. Die sind noch die Wahnsinnstypen. Ich frage, ob die irgendwas troppen. Wir könnten den großen Ritter noch killen, in der Hoffnung, seinen Hut zu ergattern. Der ist schon reich. Das war ein Leyendale-Ritter, ne? Das ist kein... Ja, ja. Aber der hat auch diesen Tios-Schutz. Aber er hat nur eine gelbe Glut gedroppt, es sei denn, die lag da, dann hat er die nicht mal gedroppt. Nee, die hat er bei mir auch gedroppt. Ach, diese Menschen mit ihren Schilden. Lehende Ritter-Datenstufen, also sie droppen auf jeden Fall lehende Zeug. Hier ist noch ein lehende Ritter. Das ist ja dein Feuer. Ja. Ich weiche den gerade. Weil ich den gerade die ganze Zeit aus, weil ich da irgendwie Angst vor Schaden habe? Nö, es ist freundliche Magma, die auf dem Boden liegt. Ja, freundliche Magma. Okay, dann, cool, haben wir das. Weiter über diese Brücke. Das wollte ich nicht. Du wolltest nicht diese Brücke anzünden. Nein, das geht ja leider in diesem Teil überhaupt nicht, dass du so Brücken kaputt machen kannst. Ja, beim dritten Teil auch nur an einer Stelle. Wir können entweder die Leiter nehmen oder den Updraft oder wir gucken noch, was hier ist. Ist da noch was? Oh ja, das heißt an einer Stelle. Ich kann hier gerade keinen Fall rufen. Das heißt ja an einer Stelle, es geht mindestens zwei. Das geht unten bei den Gräbern da und dann geht's nochmal in Flames of Ariandel. Geht's auch nochmal. Stimmt, Ariandel geht's auch. Stimmt, ja, du hast recht. Ja, zwei du Stellen. Ari Schmort. Indeed, I am. Hier gibt's eine Leiter. Wie, die führt dahin, wo der Abdraft auch hinführt, den Flug. Ja, wahrscheinlich, oder? Würden Sie gleich einmal den Holzzauber umbewegen? Bis gegen seine Sternenfalligkeit fighten müssen. Das muss ich, wie das so wird. Ich hätte den Abdraft nehmen sollen, ich bereue alles. Ja, und sonst so? Ach ja. Ja, geschafft. Meine Gans schaut in die Sonne, die auf dem Balkon steht. Oh, hier scheint die Sonne. Obwohl, hier scheint auch die Sonne. Ja, sie mega. Runter.
Die haben mich auch extra die ganze Zeit nach hinten, damit ich ein bisschen Sonnenstrahlen. Fuck. Diese. Was ist ein Genius. Der ist ja einfach viel schlauer als wir. Oh, man hätte ja auch anstatt den Scheiß Hot zu zaubern ausweichen können. Oh, oh. Okay, gut, wir reisen 3 Meter weiter zum 9. Gamier-Lager. Weil es so schön da ist. Oh, okay. Wow. Die Leiter kletter ich nicht nochmal hoch, so wie es klar. Nee. Das ist ja. Den Hot machen, dann kannst du die Hot-Kavallerie sein. Ja, das, erstmal muss ich warten, bis du hier spawnst, damit ich rasten kann, was du auch wahrscheinlich tun möchtest. Ich sehe schon mal den Kastellan, wie er einfach, wie er einsam und allein auf seinem Dings sitzt, auf seinem Pool sitzt. Und blöd glotzt. Kastellan. So, denn, werde ich mal zur Hot Cup. Ah, meine Seelen sind da oben. Ja. Die sind unten? Also meine sind oben. So, na gut, dann kann ich dir noch das hier geben. Lustigerweise kann man das vom Pferd zaubern. Whee! Einmal die richtige Richtung springen. Yee! So, jetzt kurz abwarten, bis das Vieh seinen ersten Ansturm gemacht hat. Ehrlich, auch witzig, wenn es einfach runterstürmen würde. Ja, das haben sie leider in diesem Teil total gefixt, dass das halt nicht mehr funktioniert. Dass so Viecher irgendwie in den Tod springen können, ne? Das passiert einfach nicht. Achso, ich wollte ja eigentlich Töpfe werfen. Das mach ich jetzt auch. Also das ist auf jeden Fall nicht der richtige Top-Boss. Meinst du? Weil das ist schon ein Try-Hard-Boss, weil der schon ein bisschen stark ist. Oder? Ich weiß nicht, also wenn ich so nehme, was so 800 Schaden so relativ am Balken sind. Und der Topf macht jetzt auch nicht so unendlich viel Schaden. Nee. Achso, weil ich sieht doch auch daran, dass ich den falschen Helm auf habe, Töppe. Nicht der Top-Helm. Ja. Und wir haben zwischendurch übrigens den Bluthund-Ritterhelm gefunden, der ist tatsächlich ganz hübsch eigentlich. Weiß ich nicht. Ja, das ist so ein Spitzhelm. Also ich merke jetzt nicht so richtig, dass das Ding jetzt mehr Schaden macht. Au. Und Herr, würden Sie das belassen? Das hält auf jeden Fall eine Menge aus. Also ich soll doch lieber anfangen, Blitze zu werfen. Weißt du nicht, was die große Schwäche von so einer... Oh, das sieht gerade sehr episch aus. So einer Sternfallbestie ist. Keine Ahnung. Aber Blitze haben gerade... Ist das richtig, dass er 1100 Schaden gemacht hat? 700. Au. Das Vieh hat auch so ein Auge im Kopf drin, wie das, wie Astel und diese anderen Viecher, die so runterhängen. Der Sternenfall würde eigentlich mir suggerieren, dass es Radans Brut ist. Aber den hasse ich ja, den anderen. Ja. Das hört doch nicht auf. Ja, ist auch dies. Ja, was ist eigentlich aus deinem großen Plan mit dem ewigen Laser geworden, mit dem... Naja, das haben wir noch nicht gefunden, die Tränen dazu. Ich habe nicht genug Weisheit dafür, das geht nur mit dem Weisheitsbild. Achso. Oh. Oh fuck. Nehm mal kurz Agro. Ja, danke. Ich werde trotzdem getroffen von irgendwas. War diese Bodenseuche gezaubert. Achso. Weil die Feuerbälle sind auch okay. Und dieser Drachenhauch, dieser Magiedrachenhauch macht schon sehr viel Schaden hier gerade. Okay, Wahnsinn ist es nicht, wer hätte es gedacht? Na gut, du machst es dann wahrscheinlich ohne sie. Ja. Also ohne dass ich mich hier noch weiter. Stark, ja, es war widerstandsfähiger, als ich das dachte. Aber oh. Hey, es gibt einen Dugelschmierschein 6 und 5. Oh, das ist gar nicht schlecht. Und ein Kiefer. Der Kiefer ist das? Also, den kenne ich. Nee, es ist eine Waffe, eine unpraktisch, die mit Weisheit skaliert. Wo ist denn der bei was? Schaffe ich bitte. Neben dem Bluthammer. Ah ja. Gigantische Waffe, Stich, okay. Hm. Aber das sah kurz aus, als würden hier Unmengen Vulkansteine rumliegen, aber so viele sind es gar nicht. Schade.
Liegen hier überhaupt welche rum? Ich habe vorhin zwei in der Boss-Arena eingesammelt, aber das lohnt jetzt nicht. Ja, hier waren zwei. Ja, ja. Und das war's. Das sieht doch eher aus, diesem Goldhaufen. Das ist ein Sternenlichtsplitter, at least. Right. Ja, stimmt, hier ist so ein. Das ist ja komplett übersehen. Mal hatten wir es davon, dass es eine Monduhr ist, keine Sonnenuhr. Ich bin Bernhard, ich bin so schlau. Ich bin auch schlau. Hier sind noch drei Dingers da gewesen. Und zwar vier, einer war doppelt. Hier sind noch zwei. Hohoho. Ja, okay, hier ist noch einer. Also jetzt reicht's dann auch, jetzt können wir weiter. So, jetzt muss man irgendwie auf diesen Pinökel da drauf springen. War das nicht so? Komm her, wo ich bin. Muss hier kurz suchen, wo er ist. Ah ja, genau, das Ding hab ich gemeint, ja. Dessen sag ich, komm her. Ja, bin ruhig. Did I fucking stutter? Ja, da hinten ist wieder so ein Drehspießding. Drehspieß, wie komme ich denn jetzt darauf? Also, das ist schon so ein Skraubier, so unsichtbar ist. Ein Döner? Ja, genau, da ist ein Döner. Das Wort Drehspieß kam mir irgendwie gerade so in den Kopf. Hier liegt noch eine goldene 3. Mächtig. Die brauche ich. Hey, du hast einen Topf auf dem Kopf. Ja, damit meine Wurfgegenstände mehr Damage machen. Das ist quasi so ein Dings, wie so aus einem, so einem Comic, irgendwie so ein Donald Duck, der sich so ein Kochtopf auf den Kopf gesetzt hat, der nicht rauskriegt. Ja, da müsstest du mir jetzt helfen. Wir könnten tatsächlich noch den Weg runter machen von Gelmir, oder? Die Straße, wo die ganze Zeit diese Typen da aufgeknöpft sind. Ja, aber als erstes würde ich gerne den Wegpunkt holen, weil der müsste hier irgendwo sein. Ja, wir können auch nach Vulkan einfach rein und den da holen. Und es ist halt weit, jetzt ist ja genau Berge. Ja. Also, unten wäre theoretisch auch einer. Ah, das ist eine goldene Saat. Die können wir noch eben mitten, oder? Aber wir können auch einfach kurz zum Vulkan rein. Da ist noch der eine Riese davor. Ja, der Wahnsinnsriese. Ja. Oder war der Wahnsinn? Ja, bestimmt. Ja, der konnte Wahnsinn sein. Ich bin ein bisschen überrascht. Das ist schlecht. Für die, weil ich hab Blitze. Die haben nur Bögen. Bitch. So. Hey, es gab ein Estus-Restor. Ist das nicht toll? Der letzte anscheinend. Ne, da unten ist noch einer. Aha. Ich bin gerade unterwegs zu den unsichtbaren Skarabios der Unsichtbarkeit. Ah, ich konnte so viel anziehen, weil ich offensichtlich eine goldene Rune drin hatte. Deswegen. Das habe ich gesagt, ja. Ich hatte die erst nicht geglaubt. Jetzt habe ich wieder mittlere Last, das ist okay. Was hast du denn jetzt noch angezogen, was dich überladen hat? Ja, du könntest ja auch einfach die komische Laterne mitnehmen. Nein. Denn nicht. Wo bist denn du? Das Ding hat. Ich bin unten bei den unsichtbaren Skarabios. Das Ding hat halt übel die lange Raufroute. Aber ich weiß, dass es hier oben auf diesen Stein, auf den ich stehe, langläuft. Ah, das ist der Riese. Ah, der hat so eine Kapuze an, ne? Ja, dann kriegt er doch mal. Er schreit doch anders als andere Riesen. Yay! Durch und durch? Okay. I found the webmart. Wie geht's dem Riesen so? Dem geht's gut, mir geht's so mittelgut. Oh. Von der Skala von gut bis mittelgut, wie würdest du das so beurteilen? Mittelgut. Ah. Das ist noch gar kein Demo. Ah! Ne, ich hab diese Marionetten erstmal fokussiert, die da rumstanden. Ja, es gibt noch mehr. Ja, ich weiß, ich bin dran. Wulu! Da machen wir nichts anderes mehr außer Wahnsinn. Hat er gegen Pinti jetzt, wenn wir hier zurück Wahnsinn? Ja, nicht, aber jetzt hat er ja einen völligen Knall. Was ein Irrer. So. Ah, der respawnt auch. So, wo war jetzt hier das der Wegepunkt? Das war doch nicht. Nee, jetzt können wir einfach reinreiten, kurz und die. Achso. Bests abholen, theoretisch. Man muss dann die Straße einfach runter, die Gelmir-Straße. Hier ist noch ein Hinweis. Was ist hier? Ich dachte, die ist ein Feuerberg, aber ich spüre kaum was. Ich muss weiter nach unten. Ah ja, okay, das war von Alexander, der uns hier seinen nächsten Wegpunkt mitgibt. Hedges sollte hier eigentlich auch auftauchen und noch einen Haus Vulkan Quest Auftrag geben, aber den gibt's wohl nicht dann. Mit Hedges.
Er gibt einen Auftrag. Also mir hat er nur gesagt, dass es hier total toll ist und dass ich alles versaut habe, weil ich Rückert umgehauen habe. Hat er mich gehasst. Achso, ich habe den... Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Auftrag, ja. Ja, du sollst sich bei Tarnet beweisen, wir sollen irgendjemanden umbringen, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist Tarnet und ihr Schmelztiegelboy. Ja. Wie Inline Anglergast? Beitreten. Yay. Wir können aber vorher mal die Treppe hochgehen und uns dann reden lassen. Box nicht mag den Soundtrack hier. Richtig schön düster. Ich höre nur generischer Dungeon Track Nummer 3 oder so. Ich mag den aber. So. Ach, der hatte dieses Sensen-Ding, sie, ne? Also dieses Drehteil, was auf die. Ja. Kommt der jetzt hier nicht? Nö. Ah, ja, das Ding, Das Ding. Okay, diese Drachenspells sind schon verdammt stark. Also. Zumindest. Bis du nicht gehauen wird. Dieser Rad, ach, schön. Ja, gut. Können wir noch ein bisschen Dekor abrollen? Oh, und den ganzen Tisch. Schön. Gut. Ja, dann lassen wir mal wieder rausgehen wieder, oder? Und erstmal den Wegpunkt. Wir können noch den Quest holen hier beim Kollegen Bernal. War das bei Berner? Ja, Bernd hier hat den Quest für uns. Ja. Bernd hat den Quest. Hier müsste die Tuse sein. Ich mach schon mal die Tür auf. Ach, hier gibt's auch Unmengen unsichtbare Wände noch, wo man noch weiter kann. Ja. Hier ist zum Beispiel eine gewesen. Ja, das können wir ja danach machen, irgendwann. Sollen wir den ganzen Geld dann als nächstes machen, einfach? Ich würde das mal Game zu Ende machen, ja. Geht die Tür hinter mir wieder zu? Nee. Hier müsste dann auch die Tuse noch stehen. Ah, da ist Dings. Hey, den Quest hatte ich letztes Mal nicht. Ah. Er möchte wieder ein Haus Haslofen mit Blut schreiben, habe ich gehört. Haus, Brief des Haus Vulkan. Rekusantenfinger? Ach, das Ding, ja. Are we the baddies? Was war hier noch? Yeah. Okay, jetzt müsste doch eigentlich hier Bernal irgendwo sitzen und dir Aufträge geben. Rekusantenfinger. Ja, was? Ja, weiß nicht, das ist. Ich dachte eigentlich, wir hätten. Nee, diese Tür ist blockiert schon, oder muss man ja irgendwie durch diese unsichtbare. Genau, hier war noch Schnecken. Also diesen einen Raum kam irgendwie rein, den man einmal hinten rumgelaufen ist. Ist das Bernal? Nee, ist das zweimal. Ist das nicht der gleiche Typ wie 3 Meter weiter? Nee, das ist ein anderer. Achso, nee, er möchte, dass wir ihn dass wir Rijkaard umbringen, genau, das war ja das. Hier war nichts. Ich glaube, wir müssen in diesen verschlossenen Raum rein. Dafür müssen wir einmal durch die Kulisse. Zweite Wand? Ich weiß nicht, dass wir hier hinter die Kulissen gekommen müssen. Bist du einmal im Kreis gelaufen und bist du drüben gelandet. Hier ging es ja auch hinten in den anderen Game Quatsch. Also das ist ja der Weg nach unten. Da können wir den zweiten Weg gucken, noch schnell holen, theoretisch. Aber da unten muss man kurz ein paar Moblinge umhauen. Ne, aber hier ging es doch. Hier sind noch mehr Schnecken auf jeden Fall. Noch mehr Schnecken. Oh fuck. Das sind Giftschnecken. Hast du ein Licht dabei? Ja. Komm ich zu dir. Du nicht. Nee. Ja, aber es sollte keine Bedrohung mehr für dich geben. So, hier gibt es noch mal ein Handbuch des nomadischen Kriegers ganz am Ende. Man, an sich musst du nicht durchrennen hier, ich habe jetzt gerade schon... Ja, ich habe schon. Asche, das war... Man kann die Tür nicht aufmachen. Okay, Gut, dann war das hier nicht so. Hä?
In irgendeinem Raum stand eigentlich noch jemand, oder nicht? Ich meine, hier sieht es ja auch so, irgendwie so aus, als gehen wir hier voll die Illu-Wand, aber ist nicht. Wie war das denn noch? Also auf jeden Fall müssen wir noch zum Aufzug von Rolf und da regulär hochfahren. Warum? Was ändert das? Nicht Rolf. Ja, weil man da zu der Duse kann, zu der Frau. Die portet dich direkt nach Gelmir, die Standard. Ah, das erinnert mich voll an den dritten Teil, an diese Akademie am Ende. Wo dieser eine super krasse Ritter auch dran ist. Dieses Eis-Set gibt. Ach, der da, wo er links am Rand bei dem Drachen. Ja. Stimmt, da waren auch so ein dickes. Ich meine, das ist ja an sich, ist das ja genau das quasi das Moveset, oder? Von den Dudes. Diese Eistypen, die gibt's auch einen am Anfang, diese ihre Trillritter sind es, glaube ich. Ja. Jetzt können wir hier raus, aber muss eigentlich auch nicht sein. Können wir uns auch wieder hochpoppen. Hier, kommen wir mal hoch zum Haus Vulkan, zumindest noch den Weg buchen, sind wir auch eigentlich fertig für heute. Oder? Weil hier ist jetzt ja Haus Vulkan, das können wir mal anders sagen. Ja, würde ich auch sagen. Boah, das ist schon sehr cool. Weil das führt uns dann auch unweigerlich zu Rykard. Oh, was ist hier noch los? Warum ist jetzt Bernal nicht da? Ich weiß es nicht, war der da jemals? Ja, der gibt dir die rekursanten Aufträge. Töte dies, mach jenes. Provoziere nicht den Bären, diese ganzen Sachen. Provoziere nicht den Bären? Ja. Also wir haben einen Auftrag, wir sollen nämlich das, was im Brief steht, machen. Ah. Habe ich den Brief schon eingesammelt? Ja, der lag da auf dem Tisch und sie meint, hast du den Brief gelesen und das ist dein Auftrag. Wir sind nicht für die Schwachen, aber ich glaube, das war bei diesem Kolosseum in Limgrave war der Auftrag, falls du das noch schnell machen wolltest. Den können wir schnell machen, ja. Ich suche mal kurz noch den Brief raus. Ne, der ist wahrscheinlich bei Dokumenten. Ja, da steht auch, da ist ein rotes Ding, Istvan. Wenn er von der Istvan, ach so. Ja, ja. Von der Hütte am Sturmhügel am besten, oder? Istvan, der alte Ritter. Vor allen Dingen Istvan, der du erinnerst dich, war der und der uns damals geholfen hat bei... Ja, das ist echt voll der Verrat. Ja, Hütte am Sturmhügel? Ja, ich glaube es am schnellsten. Achso, ja. Hoch rüber zu. Dachte der Kriegsmeister wäre näher gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man vom Kriegsmeister da hinkommt, wenn man da theoretisch hoch muss, aber von da aus geht's auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, das ist Limgräf-Orientierung. Zah! Das ist ja eh oben ein riesiger Sturm, das heißt, es ist relativ schwierig, da irgendwas zu sehen, außer Sturm. Der Silbertrin-Maske gibt 8 Arkan. Deswegen habe ich die auf. Zu Lasten der körperlichen Angriffe. Na gut, das ist natürlich. Warte, ich habe noch 100.000 Seelen, die können wir nochmal kurz in Level umwandeln. Ah, ich habe noch einen Speicherstein, ich habe noch einen Slot frei, Moment. Oh nein, Slots. Ja, den muss man den auch füllen mit irgendeinem Quatsch. Die Heimatkanone muss ich wieder reinmachen. Was für ein Ding? Heimatdingers Kanone? Ja. Der Bombenangriff, der große. 16 Weisheit, ja. Also, die habe ich zwar noch nicht, aber da kommen wir noch hin. Müsste ich ja nicht mal ordnen, damit die irgendwie sinnvoller sortiert sind. Die Buff-Spells zueinander. Nicht so, wie ich es jetzt gerade habe. Wir müssen ja eigentlich nur unter dieser Brücke lang, oder? Hey! Ist die nicht mit der One-Hit-Debüts hier? Kavallerie machen. Der einzige Spell, der auf dem Pferd geht. Warum geht der auf dem Pferd? Frage. Achso, weil es der Magma-Spell ist. Der ist irgendwie ein bisschen anders. Der hat auch, kann man auch nicht im Sprung casten. Langweilig. Das finde ich aber. Das ist nichts wert dafür, dass man den auf dem Pferd zaubern kann. Ja. So, das ist einfach so, noch wie hier stark wird denn oder so. Und dann ist man hier irgendwo runterspringen und dann ist man quasi da. Ja, ist das ja da vorne bei diesem Kolosseum? Genau, hier wieder. Kann man einfach runterlaufen. Hier ist so eine Eule. Das die leben, die ist cool. Okay. Guck mal, wie cool die ist. Okay, Eulen machen die wirklich groß, sondern ein bisschen anderes Geräusch haben. Geil. Ja. Na dann. Invadet ihr uns hier oder müssen wir was tun? Wir müssen den invaden. Ach ja, hier. Ja, weiß nicht, kommst du da mit? Ich mach mal. Bei mir lädt jetzt was? Ja, bei mir auch. Okay, gut. Naja, das ist extra fair. Dafür, dass er uns so gut geholfen hat. Immerhin hält er uns keinen Vortrag. Ich kann dich anvisieren übrigens.
Mach ich dir Schaden? Moment mal. Achtung. Ja, oder? Ne, warte, weiß ich nicht. Das, er hat gerade irgendwelche Gravitationsmagie gemacht. Aber du bist ein Rikusant, also. Mach ich dir? Ja, ich mach dir Schaden. Okay, dann nehme ich mal Single Target Spells. Du kannst nicht anvisieren, hast du doch gesagt. Ich kann ihn anvisieren, ich kann aber auch dich anvisieren. Ach so! Also wir konkurrieren gerade quasi hier in diesem diesem Business. Rekusanten Business ist ein hartes. Ja. Ah! Sorry, Istvan, ist nichts Persönliches, aber es gibt Belohnung, wenn ich dich töte, also. Ja, wir müssen leider. Es gibt einen Ruhmbogen und kommt wieder mäßig. Das lohnt sich ja richtig. Lass uns das öfter tun. Leute, Attentäter. Doch nicht. So, jetzt bin ich. Nee, es gab einmal das Set von Istvan. Jetzt bin ich aber alleine in meiner Welt, weil du irgendwie rausgeflogen bist, oder? Achso. Oder? Nee. Ehrlich bin ich wohl allein. Ja, okay, dann ist das wohl gebuggt. Direkt egal, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja immer das Ding selber machen können. Ich hab mal Welt geschlossen und wieder geöffnet. Nee, oder jetzt? Ich beende mal das Spiel und mach also gehen Desktop. Nicht Desktop, sondern Hauptmenü. Ja. Jetzt liegt vor dem Kolosseum liegt jetzt ja auch irgendein dummes Item. Wir haben es jetzt zweimal nicht eingesagt. Nee, haben wir nicht. Eine kleine rote Statue und ein Krummfinger des Duellanten? Ja, das ist da immer. Achso? Ja, wir waren halt da nie beim Kolosseum. Achso. Wettkampf, Mehrspielermodus. Hä? Ging das gleich? Okay. Spielt eure Ziel daran, den Fehler Finger in die Welt zu besiegen, der gerufen wurde. Aha. Faffinieren. Faffinieren, ja, mit F. Liffel. Faffner. Lockt Anhänger, mögliche Invasionen in eurer Welt, ohne dass ihr Kämpfer erst sind. Verkürzt außerdem die Abstände zwischen Zeitfenstern, die in Invasionen möglich sind. Ah ja, die Spötterzunge. Ja, die haben wir ganzen... reingemacht, wo wir zu dritt unterwegs sind, damit ständig Invader kommen. Ich hasse Invader. Aber die machen ja, das immer. Ich erinnere an die Winged City. Die Winged City versucht, hätte eine Stunde gedauert, glaube ich, so ungefähr. Aber dann hat sie halt so auch 8 gedauert, wegen Invadern. Nee. Ja, unser Versuch, die Treppe runterzulaufen, war ja nicht so erfolgreich. Nicht so gut gelaufen. Hm. Ja gut, ich warte auf dich. Bei Dings da drüben schon. Kannst du schon mal rüber porten, theoretisch. Ja, das kann ich wohl tun. Müssen wir dich zweimal porten. Weil hier ist doch so ein Ritter, der auf dem Pferd reitet. Ich werde den noch eben... Oh nein, nicht der arme Ritter, der auf einem Pferd reitet. Blitzdingsen müssen. Das ist schon gemein von dir. Weil der war einfach wonnet. Ja, was erwartest du? Kriegsasche goldener Schwur. Die hatte ich noch nicht. Danke. Taugt der diese einfach? Das ist ja schrecklich. So. Goldener Schwur klingt irgendwie. Ja, ich. Meine Kriegsaschen sind kein da nutzlos, weil wir spielen ja sowieso nicht mit normalen Waffen, sondern mit. Na, du nie, hier sprich für dich selbst. Ich habe hier das Flammengott-Krummschwert-Dingsbums und das kann Weapon-Arts benutzen. Ah, okay, na gut. Na. Dann möchte ich mich von meiner voreingenommenen Aussage distanzieren. Hallo. Großen ja, Gegner zu Fall gebracht, endlich. Das stimmt, das hatten wir noch gar nicht. 15.000 und was gibt der Gegner eigentlich zu Fall gebracht? Hab nix. Ein neuer Graf, der Drachen ist in der Kathedrale verfügbar, ja, ich weiß. So, das habe ich jetzt erfüllt. Okay, gut, das ist... Ich habe Magma-Schuss bekommen. Oh, aber das ist leider auch... Ja. Aber den muss ich ausprobieren. Das ist leider Magie, das ist mal schlecht für mich. Und 19 Weisheit, ja gut, okay. Ah, oh, nee, das geht ja immer weiter, aber ich will jetzt hier auf 16, um diesen Fernkampfspell zu haben, weil davon hoffe ich mir noch Etan was. Ist weg bei mir. Ja, jetzt sind hier neue Leute in der Kammer und es gibt einen neuen Brief, so wie es aussieht. Und hier sitzen neue Leute rum. Ah, das ist Bernal. Das ist Bernal. Well, as long as I thought you were tough. Perhaps playing that, but know that the path you walk before you consider hunting any this blasphemous path before you consider.
Und hier ist die komische Frau mit dem schlechten Rücken. Ah, dann haben wir den einen Teil des Quests jetzt übersprungen. Huh. Achso, sie weisen jetzt auf die Mauern hin. Okay, wie geht das mit ihr jetzt weiter? Was ist, er hier mit von Haus Hasloff ist bei mir zum Beispiel gerade nicht mehr da, der ist weg. Okay, interessant. Und der Geist, der möchte, dass wir Rückert umhauen, ist auch nicht da. Aber wahrscheinlich, weil wir jetzt hier voll dabei sind. Wie sollen wir jetzt eigentlich jetzt... Ja, in der Tat. Wie sollen wir denn jetzt das nächste töten? Die Frau ist hier bei mir auch nicht da. Yo, what the fuck? Gesuch von Haus Vulkan Rilaik? Ich hab keine Ahnung, wer Rilaik ist. Was ist unser nächstes hier? Irgendwo am Arsch der Welt. Ah, naja gut. Ist ja auch egal. Lass uns mal den Wegpunkt finden und dann sind wir eigentlich fertig für heute. Nicht Wegpunkt, sondern den Kartenpunkt. Das stört mich, dass der nicht da ist. Ich will diesen Kartenpunkt haben. Muss man runter und dann geht's drei Meter weiter, ist dann der nächste Gnade. Den Boy hier eben umhauen, oder? Ach, den großen Boy? Dann können wir es nochmal probieren. Oh, das. Was ist das denn für ein Ding? Was? Achso, du hast die Antenne geholt. Ja, Antenne macht das jetzt. Ich hab die doch nicht umsonst auf Level 10 gebracht. Die soll hier mal was tun für ihr Geld. Die hat schon so manchen Drachen zu Fall gebracht. Siehst du? Top Gerät. Lantana kann das. Ja. Hier? Nee, hier nicht runterspringen. Nee. Hier, das sieht recht tief aus. Kommen Sie. Ah! Ach, komm. Ich kann nicht zuhauen, weil mein Spiel rausgetappt ist. Ohne Kacke, Mann. Da hab ich 800 Pfeile. Gibt's tatsächlich eine Brust? Ich bin übrigens Boromir. Pada. Oh, zu früh. Wer ist denn Boromirs Vater? Schon Denethor, oder ist es sein leiblicher Vater? Ja, bestimmt. Ich bin da nicht so ganz informiert worden über die Familienverhältnisse. Weil ich glaube, Boromir selber hat ja auch nähere Begegnungen mit Pfeilen gehabt. Ja. Oh, hier, guck mal, hier sind Hände. Kollege Lurz hat den kurz mal gezeigt, wo der Frosch die Haare hat. Haare. Aber ja. Hey, diese Hand hat immer ein... Hier sind noch mehr Hände. Also hier oben ist noch eine goldene Saat-Ding. Hast du das schon eingesammelt? Ja, das habe ich schon nicht. Du bist ja irgendwie vorhin komplett abgebogen von dem, was ich getan habe. Ah ja. Während ich mich den gerechten Dingen zugewandt habe. Und irgendwelche. Ja. Hast du keine Ahnung, was getan? Ich hab da andere Sachen geklopft. Achso, na gut. Da kann ich jetzt wenig gegen sagen. You are a man of reason, after all. Quasi? Sind wir denn jetzt bald da? Ja, bald da. Ich muss aufs Klo. Da kommt noch eine große Hand. Hier kommen gleich. Hier kommen auch ganz viele Hände. Große Hand. Mächte gehabt. Genau von Karten, Ding. Wo zum Geier bist du? Ich bin einen Meter weiter zurück und werde gerade von ganz vielen Händen angehandelt. Oh, Moment, ich habe genau das Richtige. Ich habe doch hier. Ich bin doch der Magie mächtig. Das war nicht die Magie. Hallo. Hit me. One more time. Ja, gut. Das war mein Mana. Und jetzt kommt die mächtige nächste Hand. Machen Sie sich bereit. Und wo gibt es eine Riesenhand? Ja, die ist hier. Nee, noch riesiger. Im Berggipfel der Riesen, da ist eine ganz große Hand. Oh. Die mögen noch kein Feuer. Stimmt, ja. Jetzt war ja mehr. Die arme Hand. Sie hat doch so wenig getan. Na gut, dann haben wir aber hier... Karte gelten hier. Jetzt können wir noch die 3 Meter laufen bis zum nächsten Feuer da unten, oder? Na gut. Amen. Müssen wir die ganzen Hände nochmal machen. Hallo, was haben Sie zu sagen? First Strike Card, bla bla bla. Achso, ja gut. Er mag das mit der Blasphemie, findet er nicht okay. Ja. Das kann ich ja jetzt nicht nachvollziehen. Ja, ja. Judy! Dann sind wir jetzt auch bei genau 59 Minuten, 30 Sekunden.
ist, glaube ich, ein guter Punkt, um nächstes Mal weiter zu machen. Guck mal, da hinten sind auch mehr von diesen Flugbärens. Ah, diese Wurmgesichter heißen sie. Ja, aber normalerweise haben die ja irgendwie noch so einen Mantel an, aber der anscheinend nicht. Werf da mal was rüber, mal gucken, ob er kommt. Der Baum ist tot. Idyllisches Bild, ja, total. Mit den hängenden Riesen hier und alles. Und es ist auf jeden Fall absolut fantastisch. So, na gut, ich würde sagen, wir machen Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ja. Passen Sie mit diesem Schwert auf. Ich jetzt mal was kochen. Okay. Ich geh schon raus. Ja, bis dahin. Separation.